Grüß euch. Herrschaftszeiten, da haben sie schon wieder welche verfahren. Keine 5 Minuten hat man seine Ruhe da heroben auf dem Berg. Die Dünen sind über Nacht aber mal kräftig gewachsen. Sag mal, du Düskopf. Wir sind hier nun ganz offensichtlich nicht da, wo wir mal ursprünglich hingewollt hätten. Ich verstehe das gar nicht. Du, das sieht hier aus wie in einem Bergfilm aus den 50er Jahren. Aber ich habe mich doch in Eckernförde ganz regulär in den Kreisverkehr eingefädelt. Ja, und du hattest gesagt, du findest den Weg im Schlaf. Ja, diejenige, die geschlafen hat, war es ja wohl du. So, grüß euch. Beruhigt euch erst einmal. Komm, steigt's aus, dann können wir hier in Ruhe miteinander reden. Oh je, wo sind wir denn nun hier hingeraten? Moin, moin. Grüß dich. Wir sind uns nicht sicher, wo wir hier weggekommen sind. Na ja, wie schaut's denn aus? Ich würde sagen, schaut aus wie ein Berg, oder? Ja, das könnte man als Berg bezeichnen. Wo wollt ihr denn überhaupt hin? Oh, wir kommen von der Ostsee aus Holzdorf und wollen an der Nordsee Urlaub machen. Oh, Nordsee habt ihr knapp verfehlt. Ihr seid direkt in die Alpen gelandet. Ja, dann ist das wohl so. Ja, aber bei uns kann man auch schön Urlaub machen. Och, aber ich hatte mich jetzt schon so auf ein schönes Krabbenbrötchen gefreut. Ja, aber bei uns kriegst du auch was Gutes zum Essen. Zum Beispiel beim Schlemmerwirt, da kriegst du super Brotzeit. Nee, du Hase, bitte, lass uns zurückfahren. Das ist mir wichtig mit dem Krabbenbrötchen. Perle will an die Nordsee, da habe ich nichts mehr zu melden. Kann ich euch nicht auch aufhalten. Wenn ihr fahren wollt, dann wollt ihr wieder fahren. Das ist mir auch wurscht. Dann fahrt ihr Richtung Norden. Das ist ganz einfach, könnt ihr euch merken. Geradeaus fahren und vormittags muss die Sonne rechts sein und nachmittags muss die Sonne links sein. Dann könntest du nichts verkehrt machen. Moin, moin! Vielen Dank, guter Mann. Und ein herzliches Grüzi, wie man hier wohl sagt. Tschüss! Ja. Oh, ich glaube, das wird ja nichts mehr. Kommt, steigt's aus, wir müssen schieben, schätze ich mal. Vielen Dank, dass Sie uns helfen. Das wird schon. Bloß ein paar hundert Meter, dann geht's eh abwärts. Gar nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Boah, so ein verdammter Ski da. Genießt inzwischen die Aussicht. Ihr wisst ja, der Weg ist das Ziel. Und merkt euch, nur wenn man sich an die Regeln hält. Kann der da vorne mal aufhören zu schnacken? Da ist der Berg, euer Freund. Geht euch. Thank you.